Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Rocket League. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen. Ja, weiter geht's nach, oder in einer der letzten Folgen, ja, haben wir eventuell eine ganz schöne Losing Streak hingelegt. Und in der letzten Folge haben wir versucht, das wieder ein bisschen auszugleichen und damit werden wir heute weitermachen. Wir sind momentan leider nicht mehr in Champion 1, sondern in Diamant 3, ich glaube Liga 3. So irgendwo in between. Und naja, wir müssen Champion wieder erreichen. Werden wir heute zwar nicht schaffen, weil ich glaube, das schaffen wir mit 3 Spielen nicht, aus Liga 3 rauszukommen. Aber wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Das war knapp. Da wäre ich fast nicht mal rangekommen und dann wäre das safe ein Tor gewesen. Okay. Herr Mate, jetzt musst du mal was machen. Ich bin sehr weit weg. Alles gut, ist sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir letztes Mal schon genügend Spiele gewonnen, um heute mit einem Sieg theoretisch aus Liga 3 direkt wieder in Liga 4 reinzukommen. Oh nein, oh mein Gott. Da, die Rückwärtsrolle ist es einfach nie. Oh, aber der Block war am Start, Leute. Habt ihr das gesehen? Oh nee, da komme ich nicht ran. Komme ich nicht ran. Oh nee, da gehe ich auch nicht ran. Lieber wärmer erstmal das Tor ab. Ganz entspannt. Und der Mate. Gibt sogar noch ein paar Lobpreisungen. Wunderbar. Okay. Da hätte man mal dazwischen gehen können, ne? Okay. Ja, alles entspannt, Leute. Wer schon wieder gedacht hat, ich verkackt, der hat sich getäuscht. Hopp. Irgendwie, ich fahre immer zu in den Mate rein. Ich weiß nicht. Es ist nicht so gut. Wir sind nicht so gut abgestimmt, würde ich sagen. Oh. Oh! Nochmal drehen. Ach, scheiß drauf. Ist jetzt sein Ball. Ich gebe auf. Das ist meiner. Leider ein bisschen zu weit rechts. Nee! Okay, Mate. Okay. Ja, den hätten wir machen sollen. Entweder ich oder er, aber irgendjemand hätten machen sollen. Oh, Mate. Oh, Mate. Er macht hier eine Rückwärtsrolle. Was macht er denn? Oh, ich glaube, er hat gefettfingert, sind wir mal ehrlich. Ich meine, er hätte fast sogar noch eine Parade bekommen. Aber come on. Da einfach zu stehen und eine Rückwärtsrolle zu machen, hilft leider nicht viel. Ich meine, ich kenne das. Ist mir auch schon ab und zu passiert. Warum hat der Mate jetzt eigentlich... Also, warum hat er keinen Angriff gestartet? Das verstehe ich nicht. Das wäre jetzt so eine geile Konterchance. Und der Mate hat hinten gestanden und hat, ja, keine Ahnung, ein bisschen gechillt. Bin noch nicht so ganz zufrieden mit meinem Mitspieler. Ihr merkt es vielleicht, er hat 90 Punkte. So, jetzt können wir vielleicht nochmal was probieren. Mate hängt wieder im gegnerischen Tor, okay. Okay, beide Gegner haben das gleiche versucht. Beide sind so an der Wand in die Luft gestiegen. Wir hatten eigentlich echt gute Konterchancen teilweise. Oh, easy, Mate. Ich den geblockt habe. Och Mann. Was bist du für Lappen, Alter. Entschuldigt, Leute, entschuldigt. Oh. Ich werfe mich auch gerade wirklich überall rein. Ich habe das Boost nicht bekommen. Boah. Das bringt nichts, weil der Mate leider nicht mit mir zusammenspielt. So, jetzt aber, komm. Wir brauchen ein Tor, Kollege. Geh mal ran. Okay. Ach Mann, hätte ich gleich aufs Tor geschossen. Okay, jetzt kommt der Mate vor. Jetzt kommt er, gell, und dann macht er sowas. Oh, warum bin ich gesprungen? Ich wollte nicht. Ach, sehr gut, Mate, du hast... Endlich mal was Sinnvolles gemacht. Sehr, sehr gut. Da wäre ich nicht, bin ich nicht mehr rangekommen. Ich meine, mit 12 Boost hatte ich nicht die besten Voraussetzungen. So, komm, mach jetzt einfach nochmal ein Tor. Oder ich mache noch eins. Dann machen wir den Sack erstmal zu. Hält mir nicht. Eigentlich ist das ein Spiel, was man relativ leicht gewinnen könnte, sollte. Ich finde die Gegner jetzt nicht so krass stark. Aber naja. Naja.
Wir müssen es uns wohl hart erkämpfen, schätze ich. Okay. Kannst du meinetwegen machen, Kollege? Oh Mann! Das hätte ein safes Tor sein können, gell? Oh Mann! Hat leider nicht ganz geklappt. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie hätte zerstören oder wegschubsen können. Ging aber leider nicht. Aber der ist gut. Der war richtig gut, mein Freund. Schön. Damit hast du dich doch wieder rehabilitiert, oder wie man auch immer das nennt. Knapp, ja, knapp. Aber gut, jetzt einfach nur noch das Spiel über die Zeit bringen, oder? Na, gucken, ob hier vielleicht noch eine Chance entsteht, und dann hau ich wieder ab. Okay, ja, 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 ja. Oh, leider gefailed. Ups. Und da haben wir gewonnen. Easy. Obwohl, es war stressiger als erwartet. Ne? Die Gegner waren nicht so krass, aber es war trotzdem stressig. Aber gut, ersten Sieg haben wir geholt. Ist das Liga 4? Es ist Liga 4. Vielleicht könnten wir sogar den Aufstieg zurück nach Champion schaffen, wenn wir alle Spiele gewinnen. Okay, schauen wir jetzt mal weiter. Nächstes Match. So, weiter geht's. Ich hatte jetzt zwischendurch wieder ein Spiel, Leute. Und da ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was passiert ist. Das war ultra scheiße. Ich dachte, ich hätte jetzt einen Mate, der vielleicht ein bisschen mehr drauf hat als der vorherige. Der Mate hatte nicht... Er hatte 80 Punkte am Ende vom Match. Und wir standen 3 Tore hinten, weil er übelst schlecht war. Ey Leute, ich hab mich so aufgeregt mal wieder. Deswegen habt ihr das auch nicht gesehen. Und ja, naja. Ihr habt nichts verpasst, Leute. Das war echt... Es war einfach nur ein Trauerspiel, dieses ganze Match. Aber ja, ich schätze mal, wir sind damit wieder Liga 3. Vermutlich. Oh mein Gott. Ah, ich wusste, was er vorhat. Habe aber trotzdem verkackt. Schöne Parade, mein Freund. Wirklich schöne Parade. Der ist ja gar nicht so einfach. Oh, knapp. Ah, guter Pass. Das war wirklich knapp. Ich hätte nochmal eine Vorwärtsrolle einbauen sollen. Hier. Ich bin zu lange einfach nur Speed gerade ausgefahren. Aber wir haben ihn reingepresst. Gut. Hat geklappt. Schon mal ein angenehmerer Start, als das letzte Match hatte. Oh, wieder zum Gegner gepasst. Aber ich habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Von daher war das nicht so gefährlich. Das könnte gefährlich sein. Okay. Ja, vielleicht soll ich rangehen. Okay, läuft. Danke. Ha, ja, einer hat direkt Rage-quittet. Ich habe einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Ne? Und ich habe einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen, die Gegner ein bisschen näher kommen lassen. Und dann ging es auch schon Schlag auf Schlag. Und dann habe ich mein Tor gemacht. Easy. Das war ein schönes Match jetzt schon wieder. Also, das ging auch relativ schnell vorbei. Gucken wir mal, wie mein Rang aussieht. Ja, wieder zurück nach Liga 4. Okay. Okay, da das jetzt so ein kurzes Match war, macht man vielleicht noch ein Match mehr. Gucken wir mal, wie das nächste läuft und ob wir in die Verlängerung gehen oder nicht. Weiter geht's. Okay. Ich mag diese Map nicht, Leute. Wisst ihr das eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dagegen habe. Sie gefällt mir einfach nicht. Ich habe eigentlich nichts gegen so dieses asiatische Setting oder so, aber hier... ich weiß nicht. Ja. Wartet. Was war das? Oh nein, Mate. Tut mir so leid. Oh. Glück gehabt. Ich habe nichts gesehen, aber es hat sich gut angefühlt, mein... was auch immer es war. Hat sich sehr gut angefühlt. Okay. Er hat seinen eigenen Mate-Outplay durch den letzten Kontakt nochmal. Warum nicht? I like. Einmal abgebremst. Hey Leute, diese Überkopf-Sachen habe ich früher nie hingekriegt. Jetzt klappt das schon ganz gut. So diese Überkopfflüge. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Was passiert da? Oh, ne. Mate, ja, komm. Der ist für dich. Okay, er ist hohen Bogen am Ball vorbeigefahren. Okay. Ist ein bisschen strange, was hier passiert, aber... Bin bereit. Mate? Mach doch einen Pass! Spiel doch in die Mitte, statt aufs Tor mit so einem Kack-Seitwärtssaldo.
Ja, okay, okay, okay. Zu erwarten, dass ich da nicht mehr rechtzeitig hinkomme. Zum Boost mitnehmen. Okay. Der Mate ist auf jeden Fall schon mal, also das ist schon sehr akzeptabel, muss man sagen. Oh no! Oh. Wäre der Mate mal in der Mitte geblieben? Warum ist er denn dann zu mir gefahren? Ich meine ja, weil ich rückwärts gefahren bin vielleicht. Rückwärts fahren ist immer schwierig. Oh, der geht rein, oder? Nein, geht er nicht. Ah, ich habe nur angetäuscht. Nur gechoked. War viel zu hoch. Ich meine, ich wollte ein Stück höher steigen, den dann von oben nach unten reinmachen. Aber nee. Nee. Lol. Da war der Mate doch dran, das habe ich gesehen. Ja, der kam richtig gut in die Mitte. Ach, und ist keiner da. Also, ich habe das Gefühl, mein Kollege, da fehlt ein bisschen so, ja, Sinn fürs Spiel, glaube ich. Wann er wo sein sollte und so, ne? Ich meine, fehlt mir auch zu gewissen Teilen. Okay. Aber, naja. Aber er hat gerade einen Schuss aus 1 Meter Entfernung aufs leere Tor verkackt. 1 Meter Entfernung ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig, aber come on, den hätte, also der hätte wirklich safe. Safe drin sein müssen. Oh, kam nicht schneller ran. Irgendwie bin ich auch die ganze Zeit alleine hier am Vorpushen. So. Hätte gerne etwas mehr Passspiel. Hier ist Passspiel. Den habe ich ja richtig mies getroffen, aber war trotzdem ein guter Pass eigentlich. Mate, oh mein Gott. Ich meine, der war jetzt schon relativ knapp, ne? Aber trotzdem. Rudi, mach die doch rein, wenn du schon so gute Gelegenheiten hast. Das war dumm, ja. Das war risky, jetzt da ranzugehen von mir. Ich hab's in der Luft noch gemerkt, aber da konnte ich ja nicht mehr abbrechen. Oh. Oh Gott. Oh ja, gib mir den Boost. Gib mir den Boost! Als ob das gereicht hat, um den zu zerstören. Da ist der Pass. Mate! Ah, Mann, wir verlieren das noch wegen dem Kondator, oder? Da ist es. Oh mein Gott. Meine Fresse. Dieser Typ kann der nicht das Tor mal reinmachen. Er macht nie Pässe, weißt du? Deswegen komme ich nie dazu, selber eine Torchance zu kreieren gerade. Ich meine, klar, man könnte sich das auch selber vorbereiten, aber war halt irgendwie noch nicht drin. Aber er hatte halt schon richtig geile Chancen. Oh, der ist geil. Und dann fällt er aber halt so ultra heftig. Ja. Ja, ich habe eventuell gerade ein bisschen gegambelt, dass der Mate den hält. Weil ich, ja, ich weiß nicht, war ich ein bisschen greedy für Boost, okay? Ich wollte den Boost haben. Wieder hier Verbindungsabbruch. Mate, das ist sehr geil. Das ist sehr geil, aber mach doch halt auch mal danach noch einen Schuss. Alter, wenn er den jetzt noch rausge... Ey, ich sag euch, wenn er den jetzt noch rausgeschlagen hätte, gell? Wäre so wütend geworden. Wäre so wütend geworden. Der wäre auch so reingegangen. Der war ganz gut von mir. Obwohl... Ne, ich bleib dabei. Ich glaube, der wäre auch so reingegangen. Der hätte den vielleicht berührt, aber hätte ihn auch nur dann weiter ins Tor reingeschoben. Ah, als ob er den geblockt hat. Nein. Und mein Boost. Toll. Der war geil. Also der war geil. Ich meine, der Gegner hat auch irgendwie nichts gemacht. Der Gegner hat irgendwie geschlafen. Da der Ball wird übel geil vorgelegt für mein Mate. Und der Gegner fährt halt so ein bisschen links und rechts drumrum. Das Spiel ist noch gar nicht in Verlängerung. Krass. Jetzt hat mein Mate so auch noch so... Lol. Übel. Ich wurde übel in die Mitte gezogen gerade. Hey, jetzt hat mein Mate irgendwie so ultra viele Punkte, die er eigentlich überhaupt nicht verdient hat. Ne? Aber ja, so overall muss man schon sagen, er hat dann... Er hat ein gutes Spiel gemacht, dann so gegen Ende. Ne? Anfang weiß ich jetzt nicht, aber war gut. Ich habe jetzt auch nochmal ein Tor gekriegt. Damit bin ich auch nochmal zufrieden. Das heißt, ich bin mit dem Punkt wenigstens nicht so weit weg. Und ja, gut. Noch ein Spiel gewonnen. Wir stehen kurz vorm Aufstieg. Aber ich würde... Würde ich noch ein Match machen? Nee, die Folge wird zu lang werden. Rocket League-Folgen brauchen aus irgendeinem Grund immer länger, bis ich die hochlade. Und wenn ich jetzt noch eine Folge mache, und das wird vielleicht ein Spiel mit Verlängerung, kann das
dazu führen, dass das Video viel zu lange hochlädt und dann viel zu spät online kommt. Deswegen machen wir jetzt hier einen Cut, ne? Kleiner Cliffhanger, vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge dann direkt wieder Champion 1 einzukehren und ja, gut Leute, dann schönen Dank fürs Einschalten, gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.